Ich brauche vor allen Dingen einen Bogen. Alter. Es ist unglaublich. Hier findet man gar nichts. Ein Apfel und ein Pfeil. Nein, hör auf das mit dem Baumstamm. Ich will einen Bogen. Da unten Gegner oder sowas? Warte mal. So. Oh, uah. Das. Ich dachte, das war nah genug dran. Offensichtlich doch nicht. So, reicht das? Okay. Was? Also meiner Meinung nach sollte ja Girahim aus SS ein Comeback bekommen, aus Skyward Sword. Das war doch der, ne? Der da mal so rumgeleckt hat. Girahim. Girahims Zunge. So, warte mal, einfach mal so. Bringt das was? So. Deine Sorgen sind noch harmlos. Ich komme nicht mehr zurück und sterbe immer. Oh Gott. Okay, das ist echt frustrierend, ne? Guck mal, der hat doch bestimmt einen Bogen. So, warte. Runter? Nee, runter. Runter. Wieso geht der nicht runter? Wait. Oh. Mach das jetzt so. Du hast einen Bogen, oder? Komm, gib mir deinen Bogen. 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 Kannst du nicht einen früheren Speicher? Ich hab einen Konstruktbogen! Hast du ja, anstatt da gerade, dass der Feuerfest ist, das fände ich mega gut. Ich hatte recht, Leute. Oh mein Gott, Toffi hat mal recht. Yeah, ich hab einen Bogen. Oh Leute, ist das schön. Oh. Ich habe auch nur 50 Mal gesagt, dass ich einen Bogen will. Das hat das Spiel dann irgendwann auch mal gehört. Eine Ausdauerknolle, siehst du, die habe ich immer verdient. So viel Ausdauer, wie ich für den Bogen bewiesen habe. Ab zum Schreien, ja. Das mache ich gleich. Ich muss nur kurz hier zu Ende looten und dann muss ich auch noch wissen, ob da oben noch was ist. Ich glaube schon, oder? Ja, eine Schatztruhe. Das heißt, ich muss mir erstmal kurz das Zeug da nehmen, um wiederum an die Schatztruhe zu kommen, oder? Hä? 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 Willst du mich jetzt... Wieso geht das nicht? Und nicht wieder verkacken, Toffi. Ja, ich sehe gerade, dass ich es wahrscheinlich schon wieder verkackt habe. Okay. Ich glaube, ich lasse die Truhe einfach mal stehen. Aktuell. Oh Gott. Ich glaube, ich lasse die Truhe mal kurz stehen, weil ich glaube nicht, dass ich da jetzt so ohne weiteres rankomme. Und wenn doch, dann ist es jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich glaube, der Schrein ist mir persönlich wichtiger. So komme ich wenigstens wieder nach oben. Alles gut. Ich hoffe, dass es in diesem Game wieder Landa gibt. Hans Landa? Ist das nicht der von... Dings hier? Inglourious Basterds. Übrigens ein geiler Film. Müsst ihr unbedingt mal gesehen haben. Guckt euch Inglourious Basterds an, wenn ihr irgendwann mal die Chance habt. Ups. Okay, Moment. Ich glaube, teleporten kann ich mich nicht, deswegen muss ich jetzt wirklich zurücklaufen. Bin ich jetzt gerade richtig?
Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Oder? Oh, Leute, ich hab den Überblick verloren. Franziska, guten Abend. Das war die Schnecke mit der pinken Hose. Ach so, ja, keine Ahnung mehr. Ich sag das schon ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Du warst richtig. Echt? Hä? Aber ich sehe da nichts. Ich bin hier richtig? Oder habe ich jetzt gerade falsch geguckt? Okay, Moment. Genau, hier bin ich reingegangen vorhin. Doch, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Oh, ich verliere den Überblick, Leute. Genau, und jetzt hier hoch, ne? Oh Gott. Hättest drunter klettern können. Entschuldigung. Haben die Schreine keinen Teleportpunkt mehr? Doch, doch, doch. Aber ich kann mich noch nicht teleporten, soweit ich weiß. Habe ich das ja noch nicht gelernt. Also von dem her sollte das eigentlich auch noch nicht gehen, oder? Nee, es geht tatsächlich noch nicht. Nee. Man kann sich noch nicht porten. Ei, verporten. Jetzt ein Eierlikör. In manchen Situationen würde man sich gerne wünschen, um dann halt eben zu erklären zu können, warum man hier so scheiße spielt. So, jetzt komm. Oh, rein da. Das wird für immer bei mir im Kopf bleiben als der Schrein, den ich nicht richtig hingekriegt habe. Go, Toffee. Go, Toffee. Oh, guck mal. Wir kriegen was. Ein Bogen. Wollen wir mal gucken, ob ich jetzt den Bogen raus habe. Oder ob ich einen großen Bogen um den Schrein mache. Nicht den Bogen zum Beispiel. Und das ist einer der ersten Schreine, wer weiß, was noch kommt. Ja, erinnere mich doch bloß nicht dran. So. Das kann ich jetzt schon auswendig. Ist die Schatztruhe wieder gespawnt? Der Felshammer zerbricht gleich, ja. Sie steht auf jeden Fall wieder oben, aber sie wird höchstwahrscheinlich nichts mehr beherbergen. Sie war ja auch offen. So. Okay, alles klar. Es ist aber ein befriedigendes Gefühl, dass du tatsächlich es endlich geschafft hast. Es war ein langer Weg, aber ich habe es endlich geschafft. Applaus, dankeschön. Ich habe Schlüssel, ja. Wenn jetzt auch noch die Feuerfrüchte ausgegangen wären, hätte ich gekotzt, ne? Ich habe total tolles GIF von Landa auf Discord in dem Bilder-Channel gepostet. Das kannst du jetzt ja bei Gelegenheit ansehen und dich voll verlieben. Okay, ich gucke jetzt. Ich gucke auf Discord ganz schnell. Das kriege ich hin. Bilder Wunderland. Da, Moment, hier. Ganz runter scrollen. Oh, der ist so sexy. Oh, wie der mit dem Popo wackelt. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Now put your ass up. Ja, hands up. Aber ich wollte es ein bisschen witziger machen. Tone schwingt aus. Der verstört mich. Wer, Toffee oder der das Gift? Beides, ne? So. War's das schon? Nee, ne? Wahrscheinlich müssen wir hier noch ein bisschen noch mehr machen, oder? Das war's schon. Das kannst du mir nicht erzählen. Oh je. Oh je. Aber kann ich den jetzt abfackeln? Ja, ne? Ups. Ich habe ein Pferd gerufen. Ich habe noch gar keins. Nein, nicht so. Och, Mann. Wieso ging das jetzt mit dem Knopf nicht? Warte mal. Komm mal her hier. Ach, hoch. Komm her! Ja, jetzt kann er halt nicht. Jetzt kommt er nicht mehr. Egal, wir bringen ihn so. Au! Oh Gott! Hilfe!
Oh Gott. Ich brauche eine schnellere Waffe. Die sind zu schnell kaputt, die Dinger. So, warte. Die gehen eh sowieso gerade kaputt, dann kann ich sie auch wegschmeißen. So. Der vielleicht? Naja, ist aber auch langsam, ne? Nein, doch nicht. Verrostetes Schwert zerbricht gleich. Alles klar, danke. So. Oh. Alles zerbricht hier. Weißt du, jetzt krieg ich schon wieder einen Bogen. Das Spiel will mich verarschen. Hoffentlich schmeißt du deine Pferde nicht wieder in den Kessel mit Säure wie in Miitopia. Was? Das war Design. Das war doch richtig stylisch. Das war trendy. Okay, warte mal. Den kann ich jetzt tatsächlich modifizieren wahrscheinlich, ne? Die beiden. Und dann kann ich dann eben Feuer dran machen, oder wie? Gut, ich könnte die aber eigentlich auch abfackeln. Oder? Ne? So, habe ich jetzt was davon? Nö. Ja, Entschuldigung. Ich habe gedacht, das bringt was. Okay, machen wir den da. Machen wir das kaputt. So. Toffi fackelt einfach alles ab. Ja, natürlich, muss doch. Darum geht's doch hier in diesem Dungeon. Alles kaputt machen. Und abfackeln. Sonst habe ich das, glaube ich, nicht richtig verstanden. Toffi wollte Pferde lassen. Der hat mich nervös gemacht. Hat mich immer in dem Zaum versteckt und dann einen Feuerpfeil ins Gras geschossen. Dann ist er verbrannt. Alter, ihr seid aber auch genauso schlimm wie ich, ne? Und aber über mich lästern. Amen. Es kam über mich. Der Heilige Geist. Also ich finde den Arm irgendwie cool. Er sieht zwar ein bisschen gruselig aus, aber auch cool. Da fällt mir wieder ein, ich habe früher in BOTW meine Pferde nach echten Leuten benannt und diese dann Klippen runtergestoßen. Good old times. Ach Gott, Linja. Du bist echt... Möge das Segenslicht Lenya Kraft schenken, damit sie nicht mehr so einen Unsinn ihren Kopf betreiben möge, wie auch immer. Mehr Gummibärchen fressen. Funktioniert mein Hirn nicht mehr. Er hat ja fett, ich sehe es schon kommen, ich werde heute wieder fett. Übrigens, können wir das mal zelebrieren? Ich habe 5 Kilo abgenommen. In den letzten... Wann habe ich damit angefangen? Ich glaube so ungefähr da, wo der Kanal gesperrt ist. Also in den letzten sechs Wochen habe ich 5 Kilo abgenommen. 5 Kilo, Leute. Celebration times, come on. Bum, 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 bum. Woohoo! Aber so mit eiserner Disziplin ist tatsächlich so. Es ist wirklich so. Mit eiserner Disziplin. Ich esse zwar hin und wieder mal ein paar Bonchen, so wie jetzt gerade, aber auch nur im Stream. Und ansonsten, ich habe teilweise, es gab Tage, wo ich nur Salat gegessen habe. Nur Salat und am Morgen vielleicht mal, um mich ein kleines bisschen zu stärken, vielleicht mal eine Brezel oder so, damit ich ein kleines bisschen wenigstens Energie habe. Aber in den meisten, die meisten Sachen habe ich tatsächlich... fast nur Salat gegessen. Ich verzichte auf sowas wie Pommes. Wenn mein Sohn zum Beispiel kriegt zum Essen, kriegt er auch mal Pommes oder sowas, wenn es halt eben die Situation hergibt. Auf sowas verzichte ich komplett. Oder wenn es zum Beispiel Nudeln gibt, dann esse ich eine ganz, ganz geringe Portion Nudeln und esse halt eher von dem anderen Zeug wieder mehr.
solche Zeugs. So. Rhodonit. So. Feuerstein. Ich nenne ihn Herbert. Bei Pommes könnte ich mich nicht beherrschen. Ich futter den Fred Ferkel. Wenn du dich nur von Gummibärchen ernährst. Nein, das mache ich nur im Stream. Ohne Witz. Ohne Stream. Also die Gummibärchen hier zum Beispiel. Also ich habe die jetzt ganz frisch aufgefüllt, die Schale. Guck, jetzt ist sie voll. So eine Schale Gummibärchen hält bei mir 2 Wochen. Also so viel esse ich davon ja nicht. So viel. Und das ist auch meistens nur im Stream. Es ist zwar nicht wenig, aber... Ne? Oh, Chips esse ich zum Beispiel gar nicht, weil die sind ganz schlimm. Da wirst du mega fett von. Bei Chips, die sind tödlich. Bin auch stolz, obwohl ich nichts gemacht habe, außer das Kind stillen, habe ich 14 Kilo runter in 6 Monaten. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass Stillen tatsächlich eine sehr, sehr gute Diät ist. Aber, ich will sie jetzt nicht madig machen, aber denk bitte mal daran, dass das Stillen irgendwann mal vorbei ist. Ich weiß, es ist gemein, das so zu sagen, aber es ist halt wirklich so. Irgendwann ist das Stillen mal vorbei. All diese Teile werden benötigt. Entschuldigung. Ich darf mich nicht bedienen an der Unterkunft. Wo komme ich ein Kind her und Milch, um zu stillen? Nein, Spaß. Warte mal, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Das machen wir mal weg da. So. Wie positioniere ich das jetzt am besten da dran? Am besten schräg wahrscheinlich, ne? Nee, so. Oder? So wahrscheinlich, ne? Irgendwie so. Würde ich jetzt mal vermuten, oder? Und dann einfach hier draufsetzen und drüber segeln, oder wie? Die Haut, oder? Wie war das? Ich muss dagegen hauen, oder was? Ich hau mal lieber mit was Leichtem dagegen. Hui! Ich bin so schnell! Juhu! Aber irgendwie ist cool. Guck mal. Tschüss, ihr Lappen! Ich hab's hingekriegt! Macht's gut, ihr Trottel! Einfach das Haustier still. Boah, stell dir mal vor. War wie der Baumeister. Können wir das schaffen? Nö. Ende des Lieds. Also warte mal, ich nehme mal das Ding da mit. Warte, das geht sowieso gleich kaputt. Quatsch. Dann kann ich das hier noch mitnehmen. Boah, die Katzen stehen. Ich habe jetzt gerade ganz ekelhafte Bilder im Kopf. Wie alle Damen da zu Hause jetzt sitzen und ihre Katzen an die Titte halten. Ihre Kitte an die Titte. Die Kitten an die... Och Mann, das ist... Sag mal. Entschuldigung, aber ihr habt damit angefangen. Ihr habt damit angefangen, Leute. Ich möchte es nur noch mal betonen, ja? Ich pfeife schon wieder nach meinem Pferd. Ich pfeife schon wieder aus dem letzten Loch. Ich hatte so das 23 Uhr Stream, bis wir jetzt schon anfängt. Ich trinke nur Sugar Mommy. Oh, du bist in diese Richtung unterwegs. Dieser Bergpfad ist äußerst unwegsam. Bewege dich stets so, wie es das Terrain von dir verlangt. Ich habe einen Leitfaden zur Bewältigung dieses Bergpfades ersonnen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Oh ja, bitte, sag mir was über dieses Terrain. Sehr gut, also dann. Feuer ist nahezu unerlässlich zum Bezwingen des Pfads. Es dient zum Kochen und hält den Körper warm. Bis dann.
das kenne ich ja schon. Das wissen wir jetzt. Alles Wichtige über dieses Terrain. Du solltest deine Erbsen mal wieder zurechtschütten. Oh, Leute. Ihr seid doch blöd. Terrain. Oh. Ich muss mal eine andere Waffe nehmen. Die darf ich nicht verschwenden. Die ist wichtig. Oder die eigentlich auch nicht. Weil jetzt ist ja eigentlich dafür wichtig. Oh, ist das frustrierend, Leute. Oh, oh, hier gibt es viele Items. Das ist schön. Sono-Energiesphäre. Oh, sogar eine bessere, oder wie? Alter, geil. Oh, und ein Krog. Ui. Erstmal looten. Wichtig. Erbsen? Es ist doch nur eine. Ey, Leute, ihr gebt mir voll auf die Erbse, wisst ihr das? Okay. Ein Kopf, Monsieur. Du hast mich gefunden. Oh, wie lange ich das nicht mehr, so lange ich das nicht mehr gehört habe. Oh Gott. Gut, gehen wir wieder hoch. Linkshand. So, wo muss ich denn? In die Richtung muss ich, ne? Genau. Jetzt habe ich... wisst ihr, wie komisch das jetzt ist? Wenn ich muss jetzt gerade aufstoßen wegen dem Kartoffelsalat, den ich vorhin gegessen habe. Und ich habe zwischenzeitlich auch Gummibärchen gegessen. Es ist jetzt eine Mischung aus Gummibärchen und Kartoffelsalat, die ich gerade aufstoße aktuell. Oh, warte. Ja. Das ist eigentlich nicht empfehlenswert. Also Gummibärchen und Kartoffelsalat in der Mischung ist vielleicht nicht gerade so lecker. Aber es ist halt... Der Frosch ist gerade in die Wand gesprungen. Ich habe es genau gesehen. Du hast Link bestimmt synchronisiert. Ja, ich würde es gerne, Leute. Jetzt schlagt mich doch endlich mal vor, wenn irgendwo wieder was synchronisiert wird. Dann werde ich auch gerne mal angefragt werden. Laufe ich eigentlich gerade falsch? Ach, wir müssen von da runter, oder wie? Ach, da oben steht er sogar, der Heini. Okay, hier kann man Feuer machen. Oh je. Hier, mein Aim. Oh, au! Nein, 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 nein. Ich wollte gerade über meinen tollen Aim reden. Ich bin Amy Winehouse. Oh, weg, 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 weg! Au, hey! Oh Gott. Trifft mich nicht, haha. Warte, nein, 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 jemand lass mich mal in Ruhe. Warte, ich muss eine neue Waffe haben. Ich nehme jetzt meine stärkere. Ich mach mich fertig sonst. Ah, ja, klar, der trifft mich trotzdem. So, jetzt. Erstmal looten. Schalle. Auf jetzt. Schalle. Au. Oh nein. Och, bringt mich doch nicht alle um, Mann. Nimm mal sterben. Oh Gott, ja, geht. Alter! Open World Spiele, ne? Gegner sind einfach zu stark. Machen wir was anderes. So, es brennt doch. Ups. Ich mach's mir aber nicht fertig hier, ne? Ja, yeah, endlich. Alter.
Ja, der ging mir auch auf die Eierstöcke. Auf die Erbse ging der dir? Oh Mann. Ich müsste mal kochen, ne? Leute, ich sag's, wie es ist.